Und da kommt die eine Schwester, packt meine Mutter, und da kommt der Arzt, da habe ich die richtig vermöbelt. Und in dem Augenblick kommt diese Schwester und sagt, die Frau will doch ihr totes Kind sehen. Und ich mache die Tür auf. Wir waren ungefähr 600 Familien, Nürnberg, Kitzingen, und Papa war Korbmachermeister, sehr anerkannt in Würzburg. Und Mama war Weißwarenhändlerin. Das war das Schönste, was bei uns Zigeuner war. Wenn dann diese Musik erklang, wenn ihnen das Herz richtig frei war, da entwickelte sich so Wetttanzen. Ich hatte das im Blut. So bin ich so eine kleine Persönlichkeit gewesen, schon mit 7, 8 Jahren. Also mit den Bauern, es gab eine gewisse gegenseitiger Respekt. Da gab es Freundschaften, Gehässigkeit gab es nicht. Sie brauchten uns, wir brauchten sie. Sie brauchten die Obstkörper, was hätten sie getan, wenn wir nicht gewesen wären? Die Polizei, wenn sie einen schwarzen Kopf haben, waren sie verdächtigt, ob sie etwas gemacht haben oder nicht. Ein Zigeuner, wenn er einen Beamten sieht, wusste er immer, dass er unterdrückt wird. Und dann kommt die Wut an sich und er kann sich nicht verteidigen. Wir wussten, es kommt etwas langsam auf uns zu. Es wurden uns verboten, an bestimmte Plätze unser Wagen aufzustellen. Wir haben uns zurückgezogen wie ein Igel. Wir hatten jüdische Freunde, wo wir einkauften, wo wir Geschäfte machten. Wir verstanden uns immer wunderbar. Und wir haben das alles miterlebt in der Stadt, wie sie die Juden auf die Transportautos brachten. Es waren viele Bekannte. Und wir wussten, das Nächste sind wir. Diese kalten Gesichter, die kamen mir alle so steinern vor. Ich glaube, wenn bei dem einen mal das Auge juckte, das war eine Sensation. Die Art, wie sie uns behandelten, du bist nichts, Wärme, Familie, das wussten die Deutschen gar nicht. Die hatten ja Angst vor ihre Kinder. Das darfst du nicht, Vater, oder ich sag's unseren Führer. Diese Leute kamen mir vor, als wenn sie überhaupt gar keine Menschen wären. Wie ich das beschreiben soll, ist ganz einfach. Hässlich. Sie fingen an mit meinem Bruder, 12 damals. Sofortige Generation, mit 14 ist er ja ins Lager Auschwitz gekommen. Meine Cousinen, mit 8 Jahren und 10 Jahren. Dann fing man mit den alten Menschen an. Papa war 56. Wie konnten sie da sterilisieren? Alte Frauen mit 60 Jahren. Wir fragten uns untereinander, wie werden wir sein? Und dann dieser eine Doktor, das war der Schlimmste, das ist Dr. Mengele. Ich war 16, 17, wie der Mengele uns untersuchte. Meine Cousinen, wir standen in einer Reihe. Und dass er immer mit an der Brust rumfummelte. Und da hat er halt da gemessen und kommt vorne auf ihre Brust. Und sie schaut ihn an und haut ihm eine in die Fresse. Und später hat sie gesagt, sie hat dann schon gezittert, weil sie gedacht haben, der Mann war ja in SS-Uniform, dass er bestimmt nach Auschwitz kommt. Und deswegen wurde ich dann alleine raus, habe gesagt, ich lasse mich nicht sterilisieren. Man hat gesagt, naja, da müssen wir mit dir etwas Besonderes machen. Am Abend weinte ich, waren wir alle zusammen, auch der Vater meines Kindes. Und er war 35 und ich so jung. Ich hatte rebellische Gedanken. Und dann kam mir auf einmal die Idee. Da habe ich gesagt, ich will von dir ein Kind. Da waren es Zwillinge, da hat der Herrgott mir 2 gegeben. Beim 2. Monat sollte ich untersucht werden. Vorbereitung der Sterilisation. Und da bin ich hin und sagte zu ihm, ich bin in anderen Umständen. Was? Das ist alleine schon ein Grund, dass man dich sofort nach Auschwitz mit dem nächsten Schub. Und habe ich gesagt, naja, dann schieben sie mich eben nach Auschwitz. Ich war ein kleiner Kerl und auf einmal so groß. Im 5. Monat, sagte er, hast noch mal Glück. Dieser Mengele, das war ein Spezialist für Zwillinge, Zigeunerzwillinge. Furchtbar, da hat er sich gefreut. Dann hat er die Hand über mich genommen. Aber sofort nach der Entbindung, Sterilisation. Ich wollte doch noch 2 Jungs haben. 2 wunderbare Jungs. Mein Körper war dem Mengele verschrieben. Als sie mich in den Saal reinbrachten,
waren Hitler sein Bild links und der Herrgott im Kreuz rechts. Ich hatte so eine Wut in mir. Ich sagte, Moment mal, Herr, du hast gesagt, als du auf dem Kreuz genagelt worden bist, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber ich vergebe denen nie, denn sie wissen alles, was sie tun. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und dann, wie ich aufgewacht bin, habe ich die Mäusli gehabt. Die zwei Kinder gehabt. Ich wurde zurückgebracht. Mama saß schon unten am Bett. Dann sagte sie, heute Nacht ist die Familie weggekommen. Jetzt sind wir dran. Wir sind die Letzten in Würzburg. Und ich habe gedacht, wir sind sowieso Todeskandidaten. Ich will raus, ich will mein Kind. Und da haben sie mich weggerissen. Und von da ab habe ich mein Kind nicht mehr in den Händen gehabt. Sie kam in verschiedenen Kliniken, weißt du, lieber Gott, was sie da alles gemacht hat. Vergesse ich nie, nie vergesse ich das. Auf einmal sagt mein Vater, ich habe so ein komisches Gefühl. Sind wir rein in die Klinik und wir haben alles gewagt. Meine Mutter blieb vor dem Operationssaal stehen, wo die Schwestern immer rauskommen, dass sie abwehren kann. Ich habe die Tür aufgemacht, da habe ich das Kind genommen und ich kann heute noch nicht sagen, ob die Ritter die Rolande nicht ist. Und dann höre ich meinen Vater in Rumnes, um Gottes Willen, lass das Kissen dort, das ist Diebstahl, da haben die einen Grund. Und ich packe die Kleine so, mein Vater tut's in Rockwickeln und flüchtet. Und wir haben vereinbart, dass wir uns in der Heiligen Ritterkirche treffen. Ich habe sie noch taufen lassen. Und der Pfarrer hat mich notgetauft in dem Namen von Santa Rita. Und deswegen habe ich den Namen, dass er mich beschützt. Und da kommt die eine Schwester, packt meine Mutter. Und da kommt der Arzt, da habe ich die richtig vermöbelt. Und in dem Augenblick kommt diese Schwester, als wenn sie der Herrgott geschickt hätte. Und sagt, die Frau will doch ihr totes Kind sehen. Und meine Arme sind... Und ich nehme den Schlüssel und mache die Tür auf. Und es war ein Bad. Ich vergesse es nicht. Und da lag mein Kind. Das ganze Köpfle von meinem Kind, von hier, war alles mit Mullbinden. Und hier sickerte ein bisschen Blut raus. Ich habe lange nicht gewusst, dass ich hätte eine Zwillingsschwester gehabt. Lange Jahre nicht. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 12 oder 13. Ich habe bei meinem Babu geschlafen im Winter, wenn es immer kalt war in die Baracken. Und da hat er gesagt, ich erzähle dir jetzt mal was. Ja, du hast eine Zwillingsschwester gehabt. Ja. Rolanda ist ja gestorben an die Experimente, meine Schwesterle, beim Augenfärben. Und ich nehme das tote Kind, ich habe bloß noch das kleine Gesicht gesehen. Was ich da empfunden habe, kann ich ihm nie sagen. Als Mutter nicht, als Mensch nicht. Da konnte ich keine Muttergefühle mehr haben. Ich habe nur Hass, den habe ich bis heute. Ich kriege nie mehr weg in mir. Ich habe es meiner Mama gegeben, dass sie ihr den Segen gibt. Da ist eine Wandlung in mir vorgegangen. Jetzt musst du kämpfen. Und damit fertig zu werden, da musst du manchmal kämpfen. Ich bin auch schon durch die Wohnung gelaufen hier. Der liebe Gott ist mein Zeuge. Die Nachbarn haben gesagt, hast du gestern Schlägerei gehabt? Muss man die Wände ansehen, wie viele Gläser und Tassen ich schon kaputtgeschlagen habe aus Wut. Weil du kommst an einen Punkt, du hast Rassismus mitgemacht. Und dann kommt am Fernsehen wieder dieser Rassismus. Warum haben die nichts gelernt? Vergeltung. Ich betete den Fluch, was unsere alten Leute am Feuer immer gesagt haben. Der Fluch von Auschwitz liegt über Deutschland. Ich habe nur gesagt, es wird kommen. Ist nicht schön, dass ich das sage. Als die Bomben fielen, war ich im Eck und habe gebetet. Ich habe gebetet, dass sie auch mal spüren, wie die Schmerzen sind, wie es ist, wenn keiner mehr da ist. Und ich habe gebetet aus Dankbarkeit, dass diese Stadt zugrunde gegangen ist. Wenn was war bei mir, habe ich mich erschreckt, bin ich gleich immer umgefallen. Bin erst mit 13 Jahren in der Schule gekommen. Ne? Bildungsunfähig. Zickzack, Zigeunerpack. Ich habe viel Schläge gekriegt von Deutschen. Ich habe mir nichts gefallen lassen. Habe einen Stein in meine Hand genommen und habe so richtig, wo ich konnte. Stolz. Stärke. Die Mama hat immer gesagt, du gibst nie auf, was du geboren bist. Krieg deine Schläge, blaues Auge. Gehirnerschütterung, aber steh wieder auf. Du bist, was du bist. Das Kind war für mich meine Lebensrettung.
mein Lebensmut, meine Verantwortung, dass ich für mein Kind leben darf. Nach den Lagern hat der Amerikaner also Deutschland besetzt. Und mein Adoptivvater hat Würzburg gehabt, die Kriminalpolizei hier. Den wunderschönen Mercedes von Adolf Hitler. Der hat diesen Mercedes beschlagnahmt. Und da hat er die Sintis rumgefahren zum Hausieren. Habe ich Bilder davon. Der hat meine Mami hausieren gefahren. Und ich durfte auch mitfahren. Ich war Mutter. Ich bin Großmutter. Ich werde angerufen aus Amerika von unseren kleinen. Hello, pure Mami, spricht unsere Sprache. Das ist wie Strom in meinem Körper.